Saisonauftakt der GT4 European Series powered by Rafa Racing Club und das Ganze hier aus Le Castellet auf dem Circuit Paul Ricard. Und da haben wir schon die ersten Bilder von der Startaufstellung. 50 Autos sind gemeldet. Wir haben vor anderthalb Stunden etwa das Qualifying absolviert gehabt und Sie sehen die Streckentemperatur, fast 35 Grad, Luftfeuchtigkeit, bestes Rennwetter. 50 Autos, die jetzt langsam sich in ihre Startgrid eben halt bewegen. Dazu herzlich willkommen Sebastian Wauer. Wie im letzten Jahr erwarten wir bei der GT4 European Series bei Rafa Racing Club, das ist ja unser seit letztem Jahr der Partner mit der Sponsor Abspar, erwarten wir hier absolut Racing pur, gerade in der GT4 Europameisterschaft. Ja, und gerade eingeblendet Berghai Besler mit dem BMW M4 mit der Startnummer 12 zusammen mit dem Meister vom letzten Jahr, Gabriel Piana. Ja, den hat man so ein bisschen so intern auf der Karte in Sachen Meisterschaft, aber hat's man. Und da herzlich willkommen nochmal, Sebastian. Ich glaube, wir erleben jetzt noch einen spannenden Samstagnachmittag. Genau so ist es. Wir freuen uns auf dieses erste Rennen des Jahres. Und du hast Berghai Besler angesprochen, gemeinsam mit Gabriele Piana, ein eher verwachsenes Zeittraining, Qualifying dort hingelegt. Am Ende war es dann nur die 33. Position. Also überhaupt nicht das, was man sich irgendwie vorgestellt hat auf Seiten von Russian Automotive. Und auch das Schwesterfahrzeug mit Jarek Edic ist lediglich auf Platz 32 gelandet. Ganz vorne, da steht die französisch-andorische Mannschaft mit dem Toyota Supra Enzo Juliet, der aus Andorra kommende Pilot, startet von der Pole Position. Der hat sich durchsetzen können mit einer Fabelrunde 2:11.629. Und wir haben beim Essen mit Jan Kasperlik gesprochen, der uns dann gesagt hatte, der ist gleich vier Runden unter 2:12 gefahren und davon gab es lediglich zwei Piloten, die das geschafft haben, überhaupt unter diese 2:12 Marke zu kommen. Und wir hören gerade, dass Enzo Juliet unten in der Startaufstellung bereitsteht für ein Interview, deswegen gehen wir einfach gerne mal runter. Right, pole position for first race of the season, that's never the worst, is it? Yeah, for sure. Nothing bad. I think we cannot do nothing best. Super happy to be here, back for the first race of the season. And to be on pole is also amazing, so I'm looking forward to it. What's your strategy going to be for making sure you maintain this lead? Well, there's no strategy. I mean, we will try to be focused and to lead all the race. And yeah, I mean, that's it. No more strategy. Well, best of luck with that. Thank you. Thanks. Die Mannschaft, die im letzten Jahr auch schon stark war, die man immer auf der Karte haben musste, wie gesagt, mit 2:11.629 von dir angesprochen, steht man in dieser Pole-Position. Dahinter auf der dritten Position zurück, ProSport Racing, das Ganze im Aston Martin. Den Start und die ersten Runden wird dann Hugo Sasse fahren und Raphael Rennhofer, auch ein ganz schneller Mann, wird dann den zweiten Teil fahren. Also er hat dann den Aston Martin praktisch im Nacken stehen. Die erste Reihe dann einmal in Pol, die Toyota Supra, und dann auf der zweiten Startposition Reihe 1 ist es dann Elite Motorsport bis Entire Racing. Das ist der McLaren, der die ersten Runden von Joshua Redican pilotiert wird. Genau so ist es. Der McLaren also in der zweiten Position und dann kommt in Reihe Nummer 3 gleich eine reine Aston Martin Startreihe. Hugo Sasse für die Pro-Sport-Mannschaft und Mirage Racing und Stanislav Safranov sind die beiden Piloten, die dann aus der zweiten und dritten Position in das Rennen hineingehen werden. Eben beide mit dem Aston Martin. Während wir hier nochmal Josh Redican und den McLaren von Elite Motorsport with Entire Race Engineering zu Gesicht bekommen. Die Mannschaft, die im letzten Jahr zum Ende hin extrem aufwarten konnte und gesagt hat, wir wollen diesen Schwung, den wir in Barcelona genommen haben, gerne in das Jahr 2024 mit rüberziehen. Und das scheint ihnen zumindest mal für dieses Qualifying gelungen zu sein, denn nicht umsonst stehen sie dann in der ersten Startreihe. Ja, dritte Reihe, die Mannschaft ist zusammengeblieben. MM Racing mit dem Mercedes-AMG GT4. Luc Ubanes, der Startfahrer, der dann abgedöst wird von Alexandre Papadopoulos. Und dann die Mannschaft vom Team Speedcar Racing, während wir gerade den Mirage Aston Martin im Bild haben. Die sind auch zusammengeblieben, die Zweitplatzierten in der Meisterschaft 2023. Robert Conzani und Benjamin Lariche starten aus der dritten Reihe, aus der sechsten Position. Auch mit denen muss man in diesem Jahr rechnen.
Reifen ein bisschen glücklos und Pech gehabt letztes Jahr. Und schauen wir mal, was man macht. Und ich, Antonia ist, glaube ich, genau zu diesem Auto, zu Benjamin Larisch rübergerannt, den wir jetzt im Interview hören. So starting a little bit further back today, what are you going to do to make sure you're ending up near the front? So, yeah, sorry, my English is very bad, so I need to. Today is the race day. You have the speed from the on the qualifying. You have the speed on the free practice. Now I cross the finger to have the speed on the with the tire for all the race, because the race is long and I don't know how the tire finish for the race. Brilliant. Thank you very much. Ja, Benjamin Larisch, der jetzt in den Team Speedcar Audi 8 streicht, also auch zwei schnelle Piloten mit Robert Conzani, wie gesagt, gerade angesprochen, ja, bisschen dann zum Ende hin der Saison echt Pech gehabt, denn die waren absolut auf Meisterkurs, sind ja auch nicht umsonst Vizemeister geworden. Wir sagen nochmal Michael Schrey, Gabriele Piana, die haben hier einen Meister. Michael Schrey wird mit Piana in die deutsche GT4 zurückkehren, aber die türkische Mannschaft Borussia Automotiv, du hast es vorhin gerade mal gesagt, glücklos, enttäuschend, hat sich Gabriele Piana geholt, denn der letztjährige Tom Edgar, der mit Berkay Besler gefahren ist, fährt nicht die GT4 European Series, sondern er fährt die deutsche GT4, also die GT4 Germany. Egal jetzt, wir konzentrieren uns Saisonauftakt Rennen Nummer 1. Sie sehen, es ist fast Sommer wie Wetter wie im Hochsommer. Der kurze Hose, die Erfrischung, das T-Shirt und die Vorfreude beim Saisonauftakt hier in Le Castellet. Und wir freuen uns auch mit Mirage Racing, mit Ruben de la Sarthe, der freuen wir uns einfach auf dieses Rennen. Ja, das ist dann die vierte Startreihe mit der siebten Position, die schon knappe sechs Zehntel hinter der Spitze unterwegs gewesen sind. Und dann werden wir mit Sicherheit gleich auch den Allied Racing Porsche, den schnellsten Porsche hier im Feld zu Gesicht bekommen. Mit der 22 Herolind Nuridini, der gemeinsam mit Leo Pichler das Fahrzeug pilotieren wird. Herolind Nuridini, derjenige, der den Start in Angriff nehmen darf. Angesetzte Startzeit 16.40 Uhr, also in etwa 7 Minuten, wird das Feld dann auf die Reise geschickt werden. Eine Stunde Renndistanz, das Ganze wird es haben. Und dann zwischen Rennminute 25 und 35 gibt es noch einen Pflichtboxenstopp, wo die Fahrer gewechselt werden. Deswegen sind dann auch immer zwei Piloten gemeldet. Die Startfahrer von heute sind die Piloten, die dann morgen nach dem Boxenstopp ins Lenkrad greifen werden. Und die, die heute nach dem Boxenstopp unterwegs sein werden, sind die Startfahrer von morgen. Ja, genau so sieht's aus. Aber erstmal muss man dieses Rennen Nummer 1 überleben. Du hast gerade gesagt, Allied Racing auf der achten Position, der schnellste Porsche. Der zweite Porsche Cayman von Allied Racing startet aus der 11. Position mit Oskar Christensen. Und Oskar Christensen, den Nachname werden Sie kennen und hören, ja, der kommt auch aus der Verwandtschaft, nämlich von Tom Christensen. Das ist nämlich der Neffe, so wie wir erfahren haben. Genau so ist es. Er startet aus der 11. Position. Zwischen den beiden liegt dann noch die Alpine A110 aus dem Hause Code Racing Development mit Nelson Panciatici und auch der zweite Elite Motorsport with Entire Race Engineering. McLaren mit der 77 ist dort noch zu finden in der 5. Startreihe. Thomas Emsen, nämlich der Pilot. Dann Oskar Christensen, Light Racing und W&S Motorsport, Finn Zulauf mit der Startnummer 30, das Reihe Nummer 6. Und ich bin mir sicher, dass wir dann gleich auch wieder, wird ein BMW noch im Bild Hintergrund ein bisschen abseits steht, aber auch der wird sicherlich dann gleich das Rennen in Angriff nehmen dürfen. Neues Safety Car auch hier mit dem Lamborghini, der vorne weggestellt ist. Wir sehen, das 15-Sekunden-Schild ist draußen und dann geht es hier in die Einführungsrunde von Le Castellet. Hinten kommt die grüne Flagge und dann geht jetzt gleich die Reise los in 5 Sekunden. Genau um 16.35 Uhr wird sich vorne das Führungsfahrzeug in Bewegung setzen. Gesagt, getan. Ja, dann liegen jetzt knappe 5,8 Kilometer vor uns. Anders wie bei der Fanatec GT World Challenge fahren wir hier bei der GT4 European Series. Bei Rafa Racing Club fahren wir hinten die Schikane mit. Damit machen wir ein paar Kilometer mehr. Bei der GT World Challenge findet ja diese Schikane nicht statt. Das geht da hinten flat.
Es ist jetzt Zeit für die Startaufstellung und für dich, Sebastian. Enzo Giulier, der Pole-Setter, mit Josh Redican in der ersten Startreihe. Dann Hugo Sasse und Stanislav Safranov in Reihe Nummer 2. Luc Ibanez und Benjamin Larry starten aus Reihe Nummer 3 in dieses Rennen. Ruben Del Sarte und Herolins Nuridini in Reihe Nummer 4. Vor dann Nelson Panciatici und Thomas Emsen in Reihe Nummer 5. Oskar Christensen und Finn Zulauf, die beiden Piloten auf dem Porsche in der 6. Startreihe von 25 insgesamt. Dennis Bulatov und Cameron Lawrence in der 7. Startreihe von Benjamin Lesenes und Gabriela Jilkova in Reihe Nummer 8, Reihe Nummer 9. Ivan Ikelschik und John Lancaster vor Paul Petit und Fabio Rauer, die dann die 19. und 20. Gesamtposition bilden. Dahinter Lorenz Leketura und Emil Skerras vor Matteo Villagomez und Victor Bubeng in Reihe Nummer 12. Pascal Hutteau und Julien Briesch in der 13. Startreihe. Es folgen mit Florent Grigeau und David Kullmann in der 14. Startreihe. Die nächsten beiden Piloten, Lonny Mata und Erik Evans in der 15. Startreihe von Nicolas Malloy und Jaged Gedic. Dann Berkay Besler im Borussian Automotive BMW mit Rick Buthorn in der 17. Startreihe. Gustavo Javier und Audin Détou. Das ist dann die 18. Startreihe. Andy Kanut und Max Bird in Reihe Nummer 19 für Adrien Pavillot und Vassili Vladikin. Dann Christopher Brunhagen gemeinsam mit Davide Meloni in der 21. Startreihe. Gregory Gulvier, der eine fünf Plätze Zeitstrafe bekommen hat nach dem Qualifying, nur in der 22. Startreihe mit Mathieu Casalonga. Dann Mats Olsen gemeinsam mit Jordan Carriage und William Moore sowie Julien Ripier und Florian Briesch. Das also unsere 49 Fahrzeuge, die in dieses Rennen gehen werden. Genauso ist es, solange dauert es nicht mehr. Der BMW, der auf der Seite stand, ja, der stand nicht umsonst auf der Seite, die 317, da scheint es direkt schon mal einen Defekt gegeben zu haben. Das ist ganz genau, deswegen schiebt man das Auto zurück in der Box. Schade, wir konzentrieren uns auf den Start. Die Pirelli-Räder aus dem Einheitsreifen sind hier bei der GT4 European Series nicht vorgeheizt. Deswegen, wie immer, das kennen Sie aus den vergangenen Jahren, der Job eben halt, dieses Wedeln auf der Strecke, um Temperatur in die Reifen reinzubekommen, respektive auch ein bisschen in die Bremse. Wir haben natürlich hier mit Berkay Besler eine Inboard-Aufnahme drin. Der enttäuschende Qualifying, vielleicht der Kampf nach vorne. Also das werden wir von außen mit 12 TV-Kameras mit einer Drohne eben halt beobachten. Wir haben John Lancaster, das ist ja neu. Die sind im letzten Jahr die McLaren-Trophy gefahren, haben gesagt, dieses Jahr fahren wir die GT4 European Series mit. Einer unserer Sponsoren fährt da gerade aus dem Bild raus. Kurze Frage an dich, wer gewinnt, Supra oder McLaren? Ich glaube, dass Enzo Giulier, da er das Tempo vorgeben darf, wirklich sehr, sehr gute Karten hat, hier das Rennen zumindest mal auf den ersten Metern für sich zu entscheiden. Aber wir werden es im Laufe der nächsten 60 Minuten dann erleben dürfen. Das Jahr 2024, es steht unmittelbar bevor. Die ersten Punkte werden am heutigen Samstag noch vergeben. Wer gewinnt den Start? Ist es Toyota oder McLaren? Oder vielleicht Aston Martin, denn Hugo Sasse ist zurück. Der ist auch bärenstark vor 2 Jahren bei Pro Sport gefahren. Der wittert natürlich aus der 2. Reihe, aus der 3. Position seine Lücke, die er vielleicht dann doch nicht sieht. Sind wir gespannt. Das macht GT4 European Racing ja so interessant. Die Autos, alle von der BOP gleich. Es geht auf der Bremse oder rein in eine Lücke, die gar nicht da ist. Wir werden sehen, 2024, es ist angerichtet mit 50 GT4-Autos. Und die angespannten Gesichter der Teamkollegen Le Bon gerade dort sehen, der neu mit dabei ist. Ja, fährt man jetzt in ihre Startposition eben halt rein. Das Gridschild ist schon lange passiert. Und dann heißt es Saisonstart. Rennen Nummer 1 an dem Samstag hier in Le Castellet auf dem Circuit Paul Ricard. Wer wird der Nachfolger von Gabriele Piana und seinem Teamkollegen aus dem Jahr 2023, die Meister im Silbercup? Jetzt wird es also ernst. Die Felder, oder das Feld kommt jetzt auf Start und Ziel eingebogen. Die Ampel ist auf Rot geschaltet. Es geht durch die Korridore hindurch. Und dann heißt es, das Jahr 2024 ist just in diesem Moment eröffnet. Freuen wir uns darauf. 50 Fahrzeuge gehen jetzt auf die Reise in Richtung Kurve Nummer 1. Und es ist die
Toyota Supra, die sich da durchsetzen kann mit Enzo Giulier. Der Gegner fächern sie alle aus Richtung Kurve 1. Und wir sehen Hugo Sasse, der da gleich Richtung Platz 2 greifen möchte. Aber der McLaren hält sich da erst einmal vorne. Und die ersten Kollisionen, die wir da sehen, das wird mit Sicherheit dann auch irgendwie eine gelbe Flagge, wenn nicht sogar das Safety Car mit sich bringen. Denn das Fahrzeug scheint nicht mehr ganz so fahrbereit zu sein. Außen herum versucht es gerade Hugo Sasse vorbei an Josh Redkin und das ist ihm geglückt und damit ist in der führenden Position erst einmal fast schon auf und davon Enzo Giulier in der zweiten Position. Ja, das ist noch nicht entschieden. Jetzt wieder Josh Redkin, der wieder vorbeigegangen ist an Hugo Sasse. Wir sehen auch, dass Luke Ibanez in der dritten Position einen guten Start erwischt hat. Nee, das ist die vierte Position. Davor ist es nämlich noch Stanislav Safranov auf Position Nummer 3. Also bis auf diese eine Kollision mit der Startnummer 33, die war nämlich da mit dran beteiligt. Rund um Laurent Lecoutre, der Startfahrer, ist hier bisher alles sauber gewesen. Boah, ganz langsame Fahrt geht es da in diese Schikane. Es fächert sich natürlich erstmal auf und auf der anderen Seite zieht es sich dann zusammen wie eine Ziehharmonika. Wenn er vor ihm bremst, fährt man immer näher drauf. Und da stehen sie tatsächlich teilweise. Und hier sehen wir die Alpina 110 mit der 33, wie schon angesprochen, Lorenz Lecoutre, der das Auto ja nicht nur abstellen musste, sondern auch nicht mehr fahrbereit hinterlassen hat. Denn da fehlt hinten links schon der Reifen am Fahrzeug. Da geht nicht mehr viel. Also Dreiradfahren in der European Series geht dann nicht. Das komplette Rad ist rausgerissen. Wer auch verloren hat beim Start, ist Benjamin Larisch. Der ist ja aus der dritten Reihe auf Position 6 gekommen, ist dann zurückgefallen auf die 8. Position, hat sich dann direkt schon mal mit einer wilden Lichthupe versucht, wieder vorbeizukämpfen. Aber wir sind natürlich gespannt. Die Strecke ist immer noch grün und jetzt springt eben halt dieses Schild Safety Car. Da sehen wir nicht nur den Reifen, sondern das komplett abgerissene Rad. Aber das sind natürlich auch diese Bilder, die man eigentlich nicht sehen will, aber die wir immer erwarten, weil bei 50 Autos, das ist dann eben halt so bei der GT4 European Series. Ich will nicht sagen, es geht manchmal mit der Brechstange, aber damit ist jetzt erstmal Safety Car und damit, ja, reiht sich das Feld hinterm Safety Car ein, aber Enzo Giulier hat wirklich nicht gepennt beim Start. Rafael Martinez, unser Sponsor, Rafa Racing Club, seit letztem Jahr mit dabei, dieses Jahr offiziell bei der GT4 European Series, selbst als Pilot am Start mit der McLaren. Immer wieder toll, dass man tolle Firmen, tolle Menschen findet, die den Motorsport auch hier unterstützen mit ihrem Sponsoring. Ja, da sehen wir Benjamin Larisch gerade und hier sehen wir die Borussia Automotiv-Mannschaft in Form von Berkay Besler, wo wir inboard sind. Ja, und es gibt auch so eine kleine Auflösung, zumindest wer da noch mit dran beteiligt war an dieser ganzen Geschichte. Auch Tom Ebsen und Benjamin Lesnes waren mit dran beteiligt. Das eine ist dieser gelbe McLaren, der irgendwie aus der 7., 8., 9. Position ins Rennen gegangen war. Und zum anderen Benjamin Lesnes, der jetzt in die Box gekommen ist. Auch der fehlt uns jetzt hier. Es kommen auch vorbei der Audi von Rippert, der BMW von Olsen. Also so richtig zufrieden kann da keiner gewesen sein, während das Safety Car jetzt tatsächlich schon am Ende dieser Runde hineinkommen wird. Das heißt, eine Runde Safety Car, man hat das wohl sehr, sehr schnell beseitigen können. Hier bekommen wir nochmal eine Wiederholung des Starts. Und jetzt achten Sie auf den hinteren McLaren in Gelb. Rund um diesen wird dann gleich eine Kollision ausbrechen. Achtung, ja, der dreht sich und reißt dann hinten beim Drehen dem Alpine den Reifen weg. Sehr, sehr ärgerlich, denn eigentlich war das Fahrzeug mit der 33 überhaupt nicht an dieser Situation beteiligt, aber aufgrund eben dieses Drehers der Startnummer 77, jetzt links von dem Fahrzeug, das wir gerade on board verfolgen dürfen, da traf es dann eben sowohl den McLaren als auch dann die Alpina 110. Ja, und die 812, die ist gut aus dieser ganzen Nummer rausgekommen mit John Lancaster, der also jetzt an der 11. Gesamtposition rangiert, hier auch gerade nochmal durchs Bild gefahren, direkt vor Gabriele Gilkova, die Tschechin, die wieder zurück ist in der GT4 European Series und gleich mal wieder zumindest innerhalb
der Top 15 rangiert. Ist ja gleichzeitig auch die fünfte Position in der Pro-AM-Wertung. Die Pilotin, die sich ja das Auto mit der 66 teilt, mit Cindy Goudet, die reine Damenbesetzung bei Matt Mut Evolution. Gespannt dürfte man sein, denn Sie haben gehört, das Safety Car kommt in dieser Runde rein. Enzo Giulier ist natürlich vorne geblieben, vom Start weg war er der Pole-Setter. Dahinter ist aber Joshua Rettiken im McLaren, das gelbe Auto, was da gerade im Bild läuft. Vielleicht weiß jetzt Rettiken, wie Enzo Giulier startet, aber da ist er jetzt, um vorbeizukommen, hat er ein bisschen zu spät sich rangesaugt, rangefahren. Benjamin Larisch sehen wir gerade durchs Bild noch huschen, Team Speedcar. Also da ist jetzt, würde ich mal sagen, für die ersten hunderte Meter oder zwei Kilometer erstmal Ordnung angesagt, denn man hat sich aufgereiht, auch schön eigentlich an der Perlenschnur. Und natürlich versucht dann eben Hans Larisch seine sechste Position wieder zu bekommen. Der ist zurückgefallen auf 9, also hat nicht nur 2, sondern 3 Plätze sogar verloren. Tja, wer weiß, was beim Start passiert ist, versucht natürlich jetzt in irgendeiner Form an Bulatov vorbeizugehen, aber das hat in dieser Kurve, da haben sie im Bild hier noch nicht geklappt. Schauen wir mal. Nuridini, der neue Pilot bei Allied Racing, hinten im Windschatten von Benjamin Larisch. Also, man macht es hier wie in den anderen Jahren auch zuvor, sich gegenseitig absolut nicht einfach. Aber zumindest das, was ich sagte, ist natürlich jetzt erstmal hier gut drüber die Bühne gegangen, der Restart. Hugo Sasse hat seine dritte Position, Startposition aus dem Hause Pro Sport mit dem Aston Martin im Moment behalten. Er kann sich da verteidigen gegen die Startnummer 7, gegen den Mirage Racing Aston Martin von Stanislav Safranov, der da im Moment ihm im Nacken fährt und sich da immer wieder mit aufgeblendeten Scheinwerfern formatfüllend im Spiegel seines Markenkollegen zeigt, während sich hier jetzt Gabriela Gilkova vorbeifährt an John Lancaster und damit die 11. Position erobern kann. Enzo Giulier hat da schon eine ganz große Lücke auffahren können, hat sich da freischwimmen dürfen von Josh Rettiken, der eher nach hinten blicken muss, als nach vorne schauen zu dürfen. Matmut Evolution, wenn ich richtig liege, werden die unterstützt von Akudis ASB, die nicht mehr in der Fanatec GT World Challenge unterwegs sind, die aber auch jetzt hier die GT4-Mannschaft eben um Matmut Evolution hier betreuen und die wissen, wie man Autos baut und abstimmt, hier auch für Le Castellet, das also am Rande nochmal gesagt, und damit ist so gut und gerne zumindest mal die erste Runde nach dem Restart absolut fehlerfrei und unfallfrei absolviert. Du hast gesagt, Enzo Giulier, ja, der hat ein bisschen Luft Richtung Josh Rettiken. Und da sehen wir natürlich wieder ja, Benjamin Larisch. Da bleiben die Kameras beim Team Speedcar Audi R8 natürlich drauf. Die Vizemeister vom letzten Jahr. Vorbei an Dennis Bulatov. Ja. Da haben wir den Kampf ja vorhin gesehen. Eben halt, der hat vorhin schon mal probiert, aber jetzt hat das eben halt vollbracht, müssen wir sagen. Und damit ist dann Larisch auf der gesamt 8. Position im Moment. Genau so ist es. Vorne sehen wir wie an der Perlenschnur aufgereiht die Position 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Beginnend mit Josh Rettiken, Hugo Sasse, Stanislav Safranov, Luc Ibanez, Ruben Del Sart und mit der 36, das ist dann der 7-Platzierte, den Nelson Panciatici. Okay. Kann man machen? Muss man aber nicht. Oder man zieht zurück. Und in diesem Fall hat dann sich Panciatici zurückfallen lassen, denn er hat keinen Weg vorbeigefunden an Ruben Del Sart. Aber mal schauen, wie lange noch. Denn die sind jetzt nebeneinander. Die nächste Kurve ist rechts herum. Und dann ist es vorbei. Die Alpine A110, die bessere Linie hat. Und Achtung, außen herum kommt jetzt der Audi. Der wird jetzt sagen, hey, wenn ihr euch streitet, frei nach der Kindheitsweisheit, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Bulatov ist
ist auch noch mittendrin. Ist schon an Nariche wieder rangefahren. Ja. Also das ist jetzt hier absolut der Kampf, muss man sagen, ab der vierten, fünften Position runter bis zur elften Position. Also absolut spannend, aber das ist das, was wir die letzten Jahre bei der GT4 European Scene gesehen haben. Und wir haben vorhin noch so gewitzelt ein bisschen auch mit Jan Kasperlik, so eine Alpine ist immer so ein bisschen unter ferner Liefen, aber wir wissen aber auch, dass die richtig schnell sind, ja, und da geht die Rush Hour jetzt, da man sich gefunden hat und ins Rennen gekommen ist nach dem Restart. Ich will nicht sagen, hoffentlich nicht das Hauen und Stechen los, aber ich lasse einfach mal so stehen. Ja, ich glaube, das kann man auch sehr gut so stehen lassen, denn wir sehen, wie eng es da eigentlich zugeht. Wir sehen auch den Ford Mustang von der Startnummer 62, der aus der Boxengasse herausgekommen ist, Academy Motorsport mit William Moore, der sich natürlich jetzt irgendwie versucht, aus allem rauszuhalten, was da gerade von hinten annähert. Denn mit den Kämpfen hat er überhaupt nichts mehr zu tun, hat jetzt eine Runde Rückstand. Und deswegen Moore jetzt auch direkt, clever wie er war, hat er sich da zurückgefallen oder zurückfallen lassen. Da wird die Pylone umgefahren, auch das ist erstmal nicht so schlimm, alles in Ordnung. Könnte vielleicht so eine kleine Ermahnung geben, was die Track-Limits angeht, aber bis hierhin alles im fairen Bereich, muss man einfach mal so sagen. Sowohl der Kampf dort vorne rund um Hugo Sasse und Stanislav Safranov, als auch hier zwischen den von uns eben angesprochenen Piloten, zwischen Ruben Del Saad und Panciatici, Larisch, Bulatov, Nuridini, Zulauf, Lancaster. Und wie sie alle heißen. Lancaster hat überhaupt nicht aufgegeben gegen Gabriela Gilkova. Und da ist Gilkova wieder vorbeigegangen, nachdem sie die schon erarbeitete Position wieder hergeben musste. An den McLaren-Piloten ist es jetzt wieder Platz Nummer 12 für die Tschechen. Nächster Versuch vom Aston Martin gegen die Alpine mit der 36. Außen herum mit etwas mehr Schwung der Versuch von Benjamin Larisch jetzt irgendwie vorbeizukommen. Außen herum wird das schwer werden für Mirage Racing. Da wird man sich vielleicht sogar eher selbst ins Boxhorn jagen, wenn dann nämlich der Team Speedcar Audi plötzlich neben einem auftaucht. Noch sind sie hintereinander unterwegs, aber wie lange noch? Wir haben gesehen, dass Benjamin Larisch super aus dieser letzten Kurve vor Start und Ziel rauskommt. Und dann den Angriff Richtung Start, Ausgangskurve, würde ich fast sagen, Kurve 1 versuchen und setzen wird. Das könnte auch in dieser Runde erneut der Fall sein. Genau so ist es. Außen herum, weil eben Ruben Del Saad die Türe zuschmeißt. Aber Benjamin Larisch zeigt uns, das kann funktionieren. Außen herum. Und zwar dann, wenn man nämlich vor dem Anbremsen schon fast vorbei ist und die Nase einfach vorne hat. Und so hat sich jetzt Benjamin Larisch an Position 7 wieder zurückgefahren. Ja, der Kampf ist aber, und diese Messe ist natürlich noch nicht gelesen, hier zwischen diesen drei Kampfhähnen, die wir gerade sehen, zugunsten jetzt gerade mal, du hast es gesagt, Richtung Benjamin Larisch. Aber natürlich, wenn man so intern kämpft, da sehen wir noch mal hier im Overall der Kampf um die Position 7, 8 und 9, verliert man natürlich nach vorne hin ein bisschen Zeit. Und das kommt nur Enzo Giulier zugute, dem Toyota Supra-Piloten, der vom Start weg im Moment immer noch seine Pole-Position beibehalten hat und kann natürlich davon eben halt profitieren. Aber Benjamin Larisch weiß natürlich auch, Punkte, die entscheiden vielleicht am Ende des Jahres hier die Meisterschaft. So ein Pünktchen mehr oder weniger tut natürlich immer gut. Ein Punkt weniger tut natürlich wirklich weh. An der Spitze sind absolviert. Wir haben fünf Runden absolviert im Moment. Wir haben noch eine Fahrzeit von 45 Minuten und 56 Sekunden. Aber es steht ja auch noch von dir angesprochen dann das Boxenstoppfenster an, wo dann nichts gewechselt werden darf, außer die Scheibe gesäubert und dann Pilot und Pilotin in Form von Gabriele Gilkova, die ja zurückgekehrt ist, das kann man machen. Ich glaube, das ist auch ein reines Damen-Duo. Ja, ganz genau. Absolut. Sollten wir noch erwähnen, die sind nämlich auch nicht zu verachtend, denn die wissen auch an der gesamt 12. Position mit dem 66er Toyota Supra, wie man eben halt hier in Le Castellet ins Lenkrad beißt. Ja, und eine dritte Dame im Feld ist dann übrigens für das Rafa Racing Team unterwegs mit der 81.
Jemima Hepworth ist dann ebenso noch eine Dame im Feld. Also so kommen wir im Jahr 2024 auf deren drei. John Lancaster im Rafa Racing Team McLaren wird geführt auf der 13. Position. Alle Achtung muss man sagen, die sind neu. Das ist ihr erster Aufschlag in der GT4 European Series. Wir haben ja die Inboard kurz gesehen. Also, die sind auf der 13. Position, haben gegen Gabriele Gilcova, du hast vorhin gesagt, die Positionen getauscht. Aber man muss sagen, für Neueinsteiger im vorderen Drittel, das kann sich absolut sehen lassen. Und hier ja, kann man auch die Kämpfe zweier Porsche Cayman-Piloten gegen einen Toyota Supra hier auch genießen. Also gar nicht mal so einfach. Man sieht ganz genau oben von der Drohne, zwei in der Anzahl haben wir mit, dass das alles von den TV-Kameras ja ein bisschen spielerisch aussieht. Aber wenn man hier sieht, wie viel Platz man sich eben halt lassen muss, wenn man hier unbeschadet durchkommt, ja, so einfach ist das hier im Moment mal gar nicht. Da hat sich also Finn Zulauf Noridini geschnappt und ist damit an die 10. Position vorgefahren. Und aus diesem Duell hat sich Gabriele Gilcova gedacht, okay, dann nehme ich doch mir gleich die nächste Position auch noch. Ist auf Platz 11 vorgefahren. Dadurch Noridini zwei Positionen verloren, nun auf 12. Und John Lancaster, der hätte auch gerne noch irgendwie seinen Weg vorbeigefunden, hat es da versucht, musste dann aber plötzlich feststellen, oh, wenn ich mich vorne einmische, könnte es sein, dass von hinten auch jemand kommt. Und das war dann Matteo Villagomez. Der hat sich dann John Lancaster zur Brust genommen und hat die Position übernommen. Ja, John Lancaster versucht aber alles. Ja, ja, also auch neu, Premiere mit Rafael Martinez, sein Teamkollege, der nachher das Steuer des McLaren übernehmen wird. Tolle Vorstellung im Moment von dieser Mannschaft, die ja im letzten Jahr die McLaren-Trophy gefahren sind. Aber man sieht ja auch, dass man seine Augen so einen runden Umblick haben muss, ne? Nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Gerade bei der GT4 European Series, das ist ganz wichtig. Hat man kurz sich nicht konzentriert, hat man ganz schnell ein, zwei Positionen hier verloren. Wir sehen eingeblendet Matmut Evolution, Enzo Juliet, Polezeit 2:11.629. Im Moment gefahrlos vor Joshua Rettiken, ebenfalls im McLaren, konnte sich da eben halt lösen. Beim letzten Umlauf waren es ein Vorsprung. Ja, das ist schon 1,5 Sekunden. Das heißt schon eben halt was. Und ich glaube auch, dass er das bis zum Boxenstopp hier beibehalten wird. Denn alle anderen mit Rettiken, Sasse, Safranov, Ibanez, Panciatici, genau. Und Larisch, De La Sarte, Bulatov, Zulauf, die sind alle intern in ihren Kämpfen eben halt verwickelt. Positionen mit Sicherheit beim Boxenstopp werden auch verändert werden, weil man vielleicht zu früh oder zu lange die Autos hat stehen lassen. Auch das ist die Kunst, denn man hat ja eine gewisse Standzeit, Boxeneinfahrt, Boxenausfahrt. Braucht man zu lange, passiert nichts. Ist man viel zu schnell, gibt es dann eben halt Strafe darauf, das ganz kurz und knapp erklärt. Wir haben gerade auch links in dem Bild, das Sie sehen, nochmal gezeigt bekommen, wer wie viele Positionen gut gemacht hat. Da haben wir gesehen, dass Matteo Villagomez im ersten Martin an der 13. Position schon 10 Positionen gut gemacht hat. Gleiches gilt auch für Berkay Besler im Borussian Automotive BMW. Und nur ein Fahrzeug ist noch besser gewesen, und zwar 11 Positionen gut gemacht. Und das war Eric Evans im Ford Mustang GT4 an der 19. Position. Da kam man nämlich von Platz 30 und hat sich da schon ordentlich nach vorne gefahren. Auch wieder rangefahren hat sich Benjamin Arisch an Panciatici mit der Startnummer 36. Alpine gegen Audi. Da geht es nun also wieder ein bisschen enger zur Sache. Und hier sehen wir auch nochmal, wo er sich herangefahren hat. Und zwar im Bereich der 6. Runde. In Runde 7 hat er wieder sogar ein bisschen verloren, weil er wahrscheinlich zu nah dran war. Schauen wir mal, wie es in Runde 8 aussieht. Rundenzeitenvergleich zwischen den beiden. Und dann ist es tatsächlich so, dass Benjamin Larisch hier wieder fast 3/10 sich heranfahren konnte, heransaugen konnte durch einen fabelhaften zweiten Sektor, wo er 4/10 alleine von der Uhr nahm Richtung der Startnummer 36 in Richtung Nelson Panciatici.
und der Alpine A110 aus dem Hause Coach Racing Development. Das spielt natürlich dann auch dem Aston Martin dahinter mit Mirage Racing und dem Mercedes mit der Startnummer 20 in die Karten von Eastside Motorsport. Dennis Pulatov am Steuer. Denn aus diesem Duo, was da um die fünfte bzw. sechste Position gerade kämpft, ist dann ganz schnell mal ein Quartett geworden. Ja, wobei man sieht zum Beispiel, dass Bulatov vielleicht auch ein bisschen Abstand gehalten hat, um nicht mehr ganz so aggressiv gegen Larisch zu kämpfen. Finn Zulauf neu mit reingekommen und da kommt jetzt das Überholmanöver. Du hast es gerade mal so zugewungen, eigentlich ist Larisch schneller unterwegs gewesen, musste nur die Lücke finden und hier an der Stelle hat er sie gefunden und ist damit jetzt wieder aus seiner Ausgangsposition zurück, nämlich auf der gesamten sechsten Position. Nichts gewonnen, im Moment nichts verloren, aber ich glaube, dass Benjamin Larisch gerne weiter vorne gewesen wäre. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Da geht mit Sicherheit noch was beim Team Speedcar. Enzo Giulier weiter nicht auf und davon, aber dann mit fast 2 Sekunden Vorsprung dann vor Joshua Rattican im McLaren. Im Moment sehen Sie das auch nicht in dem Bild, weil für die Regie das hier absolut im Moment der spannendste Kampf auf der Strecke ist. Berkay Besler, auch für die deutschen Fans rund um Gabriel Piana, sind vorgefahren mit dem BMW im Moment auf der gesamten 21. Der Italiener für die deutschen Fans. Er hat genug deutsche Fans. Der lebt jetzt mittlerweile in der Schweiz, soweit ich gehört habe, Gabriel Piana. Vorgefahren im Moment auf der 21. Position. Und das sind dann momentan die Führenden im Pro AM Cup. Das sind die Leaders. Und zwar ist das Mirage Racing mit der Startnummer 7, Stanislav Safranov, an der 5. Gesamtposition. Macht da einen sehr, sehr ordentlichen Job. Kann zumindest mal das Tempo nach vorne mitgehen. Direkt davor nämlich kein geringerer als Luc Ibanez, der auch im Jahr 2022 um den Titel mitgefahren ist. Wir erinnern uns, Dennis Bulatov schnappt sich da gerade die 8. Position, die vorher Ruben Del Saad inne hatte. Also da sind überhaupt keine Pappnasen mehr da vorne unterwegs. Mit Enzo Giulier, Josh Rattican, Hugo Sasse, Luc Ibanez und dann eben aus der Pro-AM-Wertung Stanislav Safranov an der 5. Gesamtposition als Führender in der Pro-AM-Wertung. Jetzt muss man natürlich... Konter? Ja. Das ist die Frage. Ruben Del Saad wieder auf der Innenbahn. Kommt. Kann funktionieren. Kann funktionieren. Bulatov hält dagegen, weil es danach rechts rumgeht. Safranov muss zurückziehen, aber der wird es in den nächsten Kurven weiterhin probieren. Er wird jetzt sogar mehr Schwung mitgenommen haben und wird jetzt gleich auf der Innenbahn sein. Und geht rechts rum. Es geht natürlich rechts rum, ja. Das ist jetzt die bessere Linie. Der Schwung hat gereicht, die bessere Linie. Und dann die Position zurückerobert. Naja, also... Da kann man ruhig in Form von Bulatov die Lichthupe machen, ne? Das hilft alle nichts. Damit wieder alles beim Alten. Genau, da sind wir es gerade eingeblendet. Die Positionen, ja, dazwischen, ja, die haben sich ja geändert von der Einblendung her zwischen Mercedes AMG und dem Aston Martin. Beide aber in unterschiedlichen Klassen unterwegs, so dass die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Denn die nehmen sich auch gegenseitig keine Punkte weg. So einfach ist das. Der eine in der Silbercup-Wertung, das ist Ruben Del Saad mit dem Aston Martin. Und zum anderen Dennis Bulatov, der aber eher gut beraten ist, dort schnellstmöglich vorbeizukommen. Denn jetzt ist Finn Zulauf ebenso aus der Pro-AM-Wertung nah dran und versucht sein Glück. Erst innen angezeigt, dann außen daneben gehend, aber ohne Erfolgsaussichten, hält sich da erstmal bedeckt. Ja, Finn Zulauf auch, schneller junger deutscher Mann, der neu ist in dieser Serie in der GT4 European Series, der das Ganze ja erstmal sich hier angucken muss, wie stark oder nicht stark ist die Konkurrenz, aber natürlich weiß er auch als Vollblut-Racer angucken, kein Risiko eingehen und wenn dann möglich ist, dann an Bulatov vielleicht vorbeizugehen. Bleibt abzuwarten, das werden wir im Bild sehen, denn ein bisschen haben wir noch Zeit, bevor das Boxenstoppfenster hier geöffnet wird. An der Spitze vorne Enzo Giulier, ja, 2 Sekunden
Vorsprung vor Joshua Rettiken. Da hat sich nichts geändert und auch Hugo Sasse ist weiterhin auf der dritten Position, also seine Startposition geblieben. John Lancaster, Rafa Racing Team im McLaren, aber weiter hier im Bild mit der Startnummer 812, aber zurückgefallen im Moment im McLaren auf die 15. Position. Aber ich muss sagen, als neues Team bis jetzt absoluter fehlerfreier Job. Da haben wir BK Besler im Bild, die Drittplatzierten letztes Jahr in der Meisterschaft noch mit Tom Edgar zusammen. Wie gesagt, Tom Edgar in der deutschen GT4 dieses Jahr unterwegs, wird verstärkt von Gabriele Piana, der dann versucht, zusammen mit Berkay Besler seinen Titel vom letzten Jahr hier zu verteidigen. So hat das auch Ende des Jahres in Barcelona dann auch nochmal Gemma Scott am Mikrofon erklärt. Ja, wir verteidigen zumindest 50% von dem Meisterteam, verteidigt hier aber momentan 19. Position. Schauen wir mal. Also erstmal bekommt John Lancaster noch eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, das wurde eben eingeblendet. Gleiches gilt aber auch für die Startnummer 30 von W&S Motorsport, Finn Zulauf, gemeinsam mit Max Kronberg. Beide bekommen wegen Verlassen der Strecke unter Vorteilnahme eine 5-Sekundige Zeitstrafe aufgebrummt. Zum anderen war eben kurz in Sektor Nummer 2 gelbe Flagge draußen und wir sehen den ersten Boxenstopp. Denn das Boxenstopp-Zeitfenster zwischen Rennminute 25 und 35 ist geöffnet und das nutzt als erstes mit der 36 Cody Racing Development mit Nelson Panciatici und Antoine Leclerc. Leclerc übernimmt jetzt die Alpina 110 GT4 Evo und wird dann gleich hinausgehen und versuchen, unter freien Bedingungen irgendwie wieder ein paar Sekunden gut zu machen. Jetzt kommt ja auch bei dem Boxenstopp das Rechenspiel, ne, der Techniker, Ingenieure zum Tragen. Wen holen wir wann wo rein? Also auch da ist die Möglichkeit und wir sehen Schumacher CLRT hier im AM Cup momentan die führende, das ist ja die Startnummer und 55, die wir eingeblendet kriegen. Pascal Houdiot und Laurent Bourgon, das die Führenden im AM Cup. Und die Frage ist, wie lange lassen wir wen raus? Ich glaube, dass die Pro-Sport-Mannschaft in Form von Hugo Sasse den noch ein paar Runden fahren lässt und den nicht allzu früh reinhört, während wir dann hier auch die Startnummer 77 beim Boxenstopp im Moment sehen. Elite Motorsport, Thomas Emsen und Alex Denning, die hier abgefertigt werden. Räder dürfen nicht gewechselt werden, Luftdruck korrigiert, Scheiben sauber gemacht werden. Dann sehen Sie diese Standzeit, die vorgegeben ist, von Boxeneinfahrt zu Boxenausfahrt. Die darf nicht unterstritten werden, sonst gibt es dort auch eine Zeitstrafe. Während wir gerade jetzt im Bild mal Enzo Juliet sehen, der dann gleich von Etienne Chély abgelöst wird. Die Frage ist, wann holt man Enzo Juliet von Matmut Evolution hier in die Box rein? Auch das kann sein. Beim letzten Umlauf waren es 2,2 Sekunden Vorsprung vor Joshua Rettiken. Lässt man die so lang wie möglich raus? Das wissen da unten nur die Techniker und die Ingenieure. Was macht auch hier dann Benjamin Larisch, der dann gleich später an Robert Conzani übergeben wird? Kann man in der Box vielleicht eine Position gut machen? Alles das werden wir in den nächsten Minuten sehen. Wir sehen auf jeden Fall einen entfesselten Benjamin Larisch, der es geschafft hat, bis auf 2,5 Sekunden an Safranov heranzufahren. Das waren mal mehr als 5. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Fährt da pro Runde in etwa eine Sekunde schneller als die beiden Fahrzeuge vor sich. Sowohl als Safranov als auch Ibanez. Dann wollen wir natürlich auch gerne nochmal die 36 mit reinnehmen. Auch da ist man nicht auf dem Niveau gefahren, was jetzt hier ein Benjamin Larisch fährt. Da reden wir über jetzt Antoine Leclerc, der dort das Fahrzeug pilotiert, hat übrigens nichts mit dem Formel-1-Piloten Charles Leclerc zu tun. Aber in Frankreich kommt dieser Name halt dann doch auch das ein oder andere Mal vor. Wer auch sehr stark ist, ist Josh Rettiken, der nochmal Gesamtbestzeit hier gefahren ist mit einer 2:13.3. Und ich bin mir sicher, dass er dann gleich, nachdem er diese Attacke hier gefahren hat, zum Boxenstopp kommen wird. Der wird jetzt nochmal alles rausquetschen, bevor er dann hineinkommt und übergeben darf an seinen Teamkollegen, an Thomas Le Bon, der dann morgen den Start fahren darf. Und hier steckt genau jener McLaren mit der 78 im Überrundungsverkehr jetzt erst einmal fest gegen einen der Elite Racing Porsche. Das Fahrzeug mit der 22, um genau zu sein, das ja
Herolind, Nuridini und Leo Pichler. Wobei Pichler jetzt derjenige ist, der im Auto Platz genommen hat und versucht irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Aufgrund des Boxenstopps ist man da weit zurückgefallen. Im Moment die 41. Position. Ja, warten wir mal ab, was da noch so kommt, wenn dann alle in der Box waren. Erst dann können wir so genau sagen, wer wo sich denn so richtig befindet. Wir versuchen das immer wieder hochzurechnen, um mal irgendwie festzuhalten, okay, der könnte jetzt an der 8., 9. Position herauskommen. Ich glaube, bei Pichler wäre das eher so die 12., 13. Position, wo er sich dann aktuell befinden würde. Während dann jetzt auch der Drittplatzierte in die Box gekommen ist. Der ist Martin aus dem Hause Pro Sport, Hugo Sasse, übergibt an Raphael Rennhofer das Auto. Hugo Sasse, der ist Rennsieg erfahren in der GT4 European Series, gemeinsam mit Mike David Ortmann vor 2 Jahren hier in Le Castellet konnte er einen Doppelsieg einfahren. Jetzt würde er gerne selbiges wiederholen mit Raphael Rennhofer als Teamkollegen. John Lancaster bleibt noch eine weitere Runde draußen, bevor er dann eben an Raphael Martinez übergeben wird. Die 812 plus diese 5 Sekunden Zeitstrafe. Bis hierhin sieht das bei allen sehr, sehr ordentlich aus. Wir sind bis auf diese eine Safety-Car-Phase ohne großartige Probleme unterwegs gewesen. Sehr stabile Rundenzeiten bei Enzo Joliet. Fährt weiterhin 2 13er Rundenzeiten als einer der wenigen, die das überhaupt noch schaffen. Benjamin Larisch ist einer der tatsächlich nur noch Zweien, die unter 1,14 fahren können. Enzo Joliet und eben Benjamin Larisch, wobei Larisch nochmal ein Stückchen schneller ist. Das heißt, der nähert sich dann auch noch an die Spitze heran. Aktuell 9,6 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Der wird nichts mehr mit dem Sieg zu tun haben, wenn hier nichts Großartiges schief oder richtig läuft, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet. Aber vielleicht geht dann doch noch ein bisschen was nach vorne. Ja, wir sehen gerade, dass das Auto mit der Startnummer 55 unter Beobachtung ist. Das ist Pascal Boutillot und Laurent Hougon, die Schumacher CLT-Mannschaft in der Alpine. Ja, die haben die Pitstop-Time unterschritten und deswegen gibt's dann eben halt, sind sie unter Beobachtung und schauen wir mal, ob es da eben eine Strafe geht. Da sind auch die Autos 66 812 unter Beobachtung der Stewards. Und gespannt dürfen wir sein, wann Enzo Joliet reinkommt. Das ist jetzt in dem Moment Joshua Redican direkt dahinter. Da hat man sich also belauert, wer wann welches Auto reinholt. Also kommen beide gleichzeitig rein. Team Speedcar, wir sehen da abgefertigt, jetzt am Steuer Robert Conzani, der von Benjamin Larisch übernommen hat. Ja, und da ist die 78 drin, Joshua Redican, Elite Motorsport bis Entire Racing, das ist die offizielle Bezeichnung. Übergibt dann Tom Le Bon. Dann schauen wir mal, wo die dann nach dem Boxen stoppen. Es wird dann wieder 2 Runden, 3 Runden dauern, bis wir wirklich so ein bisschen, 2 Runden, bis wir dann wirklich wieder ein geordnetes Feld haben, wie es ausgegangen ist. Auch die 15 mit Luc Ubaness ist in die Box mit reingekommen. Das haben wir gesehen. Übergibt dann jetzt an Alexander Papadopoulos. Und das ist auch schon passiert. Die Pitstop-Zeit einfach eingerichtet, damit ja, ein bisschen Sicherheit herrscht und die Teams dort auch in Ruhe ihren Fahrerwechsel absolvieren können. Das ist auch ein großer Hintergrund. Gabriele Piana hat übernommen vom Berghai Besler nach der Fahrt. Im Moment wird er geführt, zumindest hier auf der... Jetzt muss ich mal den lieben Herrn Piana suchen. Da müssen 29. wir nochmal 29. Position, da haben wir ihn gerade eingeblendet, so. Links geht es ja nur bis zur 25. Position, auf der 29. Position nach dem Boxenstopp. Enzo Joliet 1, es bleibt dabei, Josh Redican 2., beziehungsweise ja jetzt der Teamkollege, hat ja getauscht, das ist jetzt Thomas Leben. Auf 3 müsste es jetzt Raphael Rennhofer sein, genau so ist es. Und wenn ich es richtig gesehen habe, müsste es dann in der 5. Position ein Mercedes gewesen sein mit der 15. Er sitzt jetzt Alexandre Papadopoulos drin. Wir warten jetzt mal die ersten Sektorenzeiten ab. Wer jetzt wo sich wiederfindet. Enzo Joliet gemeinsam mit Etienne Chili auf 1. Dann auf 2.
ist es Josh Radtke. Dritter haben wir dann Raphael Rennhofer auf 4, Alexandre Papadopoulos. Fünfter Weintrupp mit der Startnummer 7 im Aston Martin. Dann sechster Robert Consani, bevor dann an der siebten Position Josh Miller mit der Startnummer 5. Hier auch gerade formatfüllend gezeigt, direkt hinter Robert Consani sich befindet. Also auch da bleibt man eng beisammen. Ein Boxenstopp, der bei Robert Consani ein bisschen daneben gegangen ist. 1,37,1. Nur mal so als Vergleich, die anderen um ihn herum 1,29,4. Ärgerlich. Da hat man ein paar Sekunden liegen lassen bei der Startnummer 3. Man kommt einfach nicht aus diesem Pech weg, das man auch letztes Jahr irgendwie an den Füßen hatte. Aber ich glaube, positionstechnisch haben sie nichts verloren. Das ist zumindest schon mal die Entwarnung für das Team Speedcar. Dürfte dann, ja, du hast gesagt, sechste Position im Moment sein. Also von der Position sind sie dann auch gestartet. Aber leider noch keine Position hier im Rennen nach vorne gewonnen. Ja, Etienne Chély mit der Toyota Supra, du hast es angesprochen, bleibt auf 1. Wir gucken beim nächsten Umlauf mal, wie viel Vorsprung er mittlerweile hat. Das war bei der letzten Überfahrt 3,9 Sekunden. Also ich bin mir sicher, diese erfahrene Mannschaft, die im letzten Jahr auch so zusammengefahren ist, dass man sich hier zumindest bei den verbleibenden 23 Minuten und 20 Sekunden nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Da haben wir den Russian Automotive BMW M4 gerade im Bild gehabt, jetzt am Steuer. Gabriele Piana, der diesen M4 bestens kennt, letztes Jahr mit dem Modell eben halt mit Michael Schrey, der bestimmt zuguckt, sei gegrüßt, lieber Michael, Meister geworden ist mit Michael Schrey. Also der weiß, wie der BMW M4 tickt, der weiß auch, wie man dieses Auto abstimmt, war ja mit diesem Auto auch in der deutschen GT4 Germany unterwegs, ist auch auf der Nürburgring-Nordschleife unterwegs, also auch in diesem Jahr für den Italiener und Wahlschweizer auch jede Menge Arbeit in Sachen Racing in diesem Jahr. Man ist da mittlerweile an die 13. Position vorgefahren, während wir hier weiter dieses Duell zwischen Aston Martin und Audi beobachten können. Da sehen wir Robert Consani, muss über die Auslauffläche, hält aber erst einmal die 5. bzw. 6. Position, hat er jetzt hinter sich mit der 5 weiter in diesem Mirage Racing Aston Martin von Josh Miller. Und da wissen wir ja auch, dass Josh Miller richtig, richtig schnell sein kann und vor allem, dass der Aston Martin extremst schnell ist. Denn das zweite Qualifying, das sind die Piloten, die jetzt im Auto sitzen, war dann doch eher dominiert seitens der britischen Mannschaft oder der britischen Marke Aston Martin. Mal sehen, was jetzt eben Weintrupp, was Miller, was Rennhofer und auch was Hendrik Still jetzt so liefern kann, der an der 14. Position rangiert. Wir sehen den nächsten, der aus der Box herausfährt. Aber auch das war ein unplanmäßiger Boxenstopp seitens der Lotus-Mannschaft mit der Startnummer 96. Das ist ja die Mannschaft von Mahiki Racing, Max Bird und Dexter Patterson. Wobei Patterson derjenige ist, der jetzt im Auto sitzt. Hier kommt diese ganze Meute, unter anderem auch der Ford Mustang mit der Startnummer 61 hier vorbei bei Start und Ziel. Da sitzt jetzt Marco Signoretti hinter Lenkrad und versucht den Mustang irgendwie in die Punkte zu fahren. Man ist da in der Klasse im Moment auf Platz 13. Also möglich scheint es zumindest mal zu sein, hier gleich beim Debüt in der GT4 European Series ein paar Punkte mitzunehmen. Die AM-Klasse ist dann ebenso richtig stark besetzt. Zum einen, das ist die 55 gewesen, die wir da gesehen haben. Das ist fahrerisch zu benennen Laurent Hugo. Und zum anderen die 72, das war
der Mirage Racing, nee, der GPA Racing Aston Martin mit Kevin Jimenez. Die sind gleich um Platz 1 am Kämpfen in der AM-Wertung. Auch grafisch waren sie eben eingeblendet noch einmal. Das wird nochmal richtig spannend auf diesen letzten 20 Minuten. Loseisen kann sich der Audi von Robert Consani, von Josh Miller überhaupt nicht. Während wir hier den Kampf sehen, wo auch dann die Toyota oder die Toyota-Pilotin mit der 66 mit dran beteiligt ist. Gabriela Gilkova hat übergeben an Cindy Goudet, wird aber jetzt überholt von Jamie Day. Ja, und vor allen Dingen hat sie jetzt in dem Moment auch ein Bild zu sehen, den Hitzkopf hinter sich, nämlich Gabriele Piana. Wir sehen, das ist dieses lilafarbene Toyota. Piana daneben, noch nicht vorbei. Da ist er drin, Kamera bleibt drauf. Ja, und der wird alles probieren natürlich an der Neueinsteigerin, an der schnellen Lady hier vorbeizugehen. Muss aber eher aufpassen, dass da nicht jetzt Hendrik Still vorbeigeht. Ja, die kennen sich ja auch und das war eine leichte Berührung. Die kennen sich bestens, die beiden, Hendrik Still und Piana. Aber das kostet Zeit. Hendrik Still hat zurückgezogen und jetzt muss ich Gabriele Piana ein bisschen mal wieder an die Supra rankämpfen. Und der macht eigentlich nicht lange, der fackelt eigentlich im Grunde nicht lange, aber ist natürlich mit den Jahren auch gegenüber wie vor 5-6 Jahren ein bisschen ruhiger geworden. Aber ich muss mal sagen, die Lady hier, die schlägt sich aber gegen einen Gabriele Piana mal richtig gut. Und Hendrik Still hat den Logenplatz, der guckt sich das Ganze von hinten an. Versucht vielleicht dann, wenn Piana die Lücke findet, direkt mit durchzustechen. Deswegen momentan Hendrik Still ein bisschen verhalten auf Angriff von Gabriele Piana. Wir reden da natürlich dann auf die Plätzen dann 11, 12 und 13. Sollte Piana das jetzt machen? Sache, denn eigentlich fackelt der nicht lange und ist ja gut gegangen. Schöner Kampf in der GT4. Hendrik Still konnte das nicht nutzen, weil der Raum für Piana, der war Borussia Automotiv, kurz in der Box. Die Lücke war nicht groß genug für Hendrik Still. Keine Chance für ihn, damit durchzugehen. Aber natürlich die Freude bei der türkischen Mannschaft, ja, dass nach diesem schlechten Trainingsergebnis man doch jetzt auf dem Vormarsch ist. Du hast vorhin gesagt, naja, vielleicht geht es noch in die Top 10 rein. Aber mehr wird es dann nicht werden bei 17 Minuten und 22 Sekunden in diesem Moment. Wir sind mit den Bildern wieder ein bisschen weiter vorne und zwar um die sechste Position. Da hat sich jetzt der Aston Martin mit der Startnummer 7 mit einklinken müssen, denn sowohl der Team Speedcar Aston Martin als auch der Teamkollege von Mirage Racing sind rangefahren und dann gleich in einem Robert Consani und John Miller vorbeigegangen an Weintrupp und damit an der fünften und sechsten Position nun wiederzufinden. Es sind dann im Moment 7,9 Sekunden Rückstand auf die davorfahrenden Piloten, auf Alexandre Papadopoulos. Das wird dann auch das Ende der Fahnenstange sein. Ab jetzt werden sie nur noch untereinander kämpfen zwischen eben jenem Miller und Consani, zwischen Audi und Aston Martin. Da vorne im Bildhintergrund haben wir kurz noch den Mercedes gesehen, aber der ist so weit weg. Ich glaube nicht, dass der in 16,5 Minuten wieder eingeholt werden kann. Trotzdem gute Aufholjagd und gutes Racing, das sie da absolviert haben. Ja, vor allen Dingen bis jetzt auch fehlerfrei, ohne große Zwischenfälle. Und nochmal Safety Car oder Rot. Und hier nochmal die Wiederholung von Gabriele Piana. Hendrik Still versucht, die Lücke mitzunutzen. Er kennt aber, das funktioniert an der Ecke nicht. Funktioniert hat es nur für den Italiener, da vorbeizugehen. Der Jubel dann nochmal in der Box von Borussia Automotiv. Der war dann auch gerechtfertigt, nachdem man, wie angesprochen, das Training dann schon verwachst hat. Ja, Robert Consani, momentan hier von den Bildern eingefangen, ist auf der sechsten Position. Ja, versucht irgendwie, aber du hast gesagt, der ist zu weit weg, der Papadopoulos, da noch ranzufahren. Muss ich ein bisschen nach hinten gucken, Richtung Miller, der dann auch versucht, in irgendeiner Form wieder vorbeizugehen an Robert Consani. Aber mehr wird es für die Team Speedcar-Mannschaft im Moment für Rennen Nummer 1 aus meiner Sicht, aus unserer Sicht hier absolut
nichts werden. Ja, das die Kämpfe im Mittelfeld in den einzelnen Klassen. Die werden wir mit Sicherheit gleich nochmal eingeblendet bekommen. Und hier haben wir dann Etienne Chély, ja, einsam und verlassen kann man fast sagen, hier auf Start und Ziel. Ja, hat den Vorsprung, warten wir mal ab, wenn sie drüber sind, ja, von 4, und ja, warten wir jetzt mal ab, wie es aussieht. Ja, 4,9, na, da machen sie nicht drüber, bitte blendet ein. 4,7 Sekunden sind es vorhin, in den letzten Umlauf waren es dann 4,9. Ja, dann haben wir die 99 dahinter im Moment, das ist die Pro-Sport-Mannschaft mit Raphael Rennhofer, der von Hugo Sass übernommen hat. Auch wieder Rückkehrer, guter Einstand, denn für morgen haben die noch einen besseren Einstand im Rennen Nummer 2, die Pro-Sport-Mannschaft. Das verraten wir vielleicht zum Schluss. Da haben nämlich heute schon mal die Mineralwasserkorken geknallt in dieser Mannschaft. Ja, und dann sehen wir jetzt auch hier Gabriele Piana, der vor sich Jamie Lee hat, der vielleicht noch die Lücke für den Aston Martin-Pilot versucht, um dann nochmal auf Position 9 zu kommen. Ist momentan auf der gesamten 10. Position, also Top 10. Klar, haben wir gesagt, mehr vermuten wir nicht. Aber das wird jetzt auch noch spannend hier um die 9. Position. Absolut richtig. Wir haben noch eine Strafe eingeblendet bekommen gerade. Laurent Hurgon bekommt eine 11-sekündige Zeitstrafe am Ende des Rennens, da der Pitstop zu kurz war. Und hier haben wir den Kampf eben um die 8. und 9. Position zwischen dem Aston Martin von Jamie Day und dem BMW von Gabriele Piana. Und die Meister kommen aus dem Silbercup und beide sind im Silbercup eingeblendet unterwegs. Es gibt natürlich am Ende des Jahres drei Meister. Den im Silbercup, den in der Pro-AM-Wertung und in der AM-Wertung. Aber meistens gewinnen halt die Rennen die Fahrzeuge aus dem Silbercup. Deswegen kann man da von einem Gesamtsieger dann eben sprechen. So, um das Ganze nur nochmal thematisch kurz aufzugreifen. 5 Sekunden liegen etwa zwischen Etienne Chély und Thomas Leben an der ersten und zweiten Position. Wir sehen auch John Miller, der Antoine Leclerc hat ziehen lassen müssen. Damit gab es da nämlich den Wechsel an der 7. und 8. Position. Es scheint so, als könnte sich Robert Conzani dort lösen. Es sind immer noch 6,6 Sekunden. Ja, der hat schon eine ganze Menge gut gemacht auf Alexandre Papadopoulos. Ich würde das gerne nochmal ein bisschen revidieren mit. Der schafft das nicht, den Alexandre Papadopoulos einzuholen. Der fährt pro Runde, wir warten drauf, mehr als eine Sekunde schneller. Also hier in 5 Runden, das passt schon noch irgendwie, wird er dran sein an Papadopoulos. Und dann geht es tatsächlich nochmal um die 4. Gesamtposition hier in diesem Rennen. Warten wir mal ab, was diese Schlussphase so mit sich bringen wird. Wir haben erst einmal Antoine Leclerc vorbei an Miller. Und damit geht es da um die 6. Position. Ja, Gabriele Piana hat es dann doch geschafft, an Jamie Day vorbeizugehen. Also auch da gerade von oben aus der Drohnen-Draufsicht. Das Überholmanöver ist jetzt im Sandwich. Dahinter ist dann nochmal Hendrik Still, der gerne auch nochmal an den Aston Martin-Pilot vorbei will. Also da hat sich dann Piana Jamie Day zurechtgelegt, den Aston Martin-Pilot. Und wieder eine Position. Und für sich und die Mannschaft das Beste eben halt, das ist dann die 9. Position, rausgeholt. Ob es dann für Piana noch weiter nach vorne geht, bleibt abzuwarten. Ich glaube es nicht mehr bei ungefähr noch 11 Minuten und 20 Sekunden. Jetzt versucht natürlich Hendrik Still irgendwie an Jamie Day vorbeizukommen. Auch die fahren zusammen. Wenn wir genau gucken in der Silbercup, da geht es um wertvolle Punkte beim ersten Rennen der GT4 European Series hier beim Saisonauftakt 2024 in Le Castellet. Um Punkte, um wertvolle Punkte. Man kann nicht in einem Rennen Punkte liegen lassen. Die fehlen dann vielleicht am Ende des Jahres dementsprechend. Da sehen wir eben halt auch hier im Silbercup den Kampf zwischen der 5. und 6. Position. Oh, und da ist Raphael Rennhofer. Oder ist das Schwesterfahrzeug? Nein, das ist Raphael Rennhofer. Das ist vorne links der Reifen, der nicht mehr auf den Stehbolzen ist. Absolut richtig. Und das war der Drittplatzierte in diesem Rennen. Gab es eine Berührung oder ist das Rad so abgegangen? Also eine Beschädigung an der Karosse sieht man nicht. Nee, der,
Und ich glaube, das ist einfach die Aufhängung, die vorne links gebrochen ist. Denn sonst würde der Reifen da nämlich abfallen. Also ist das ärgerlich. Oh Mann! Auf Platz 3 liegen, da ist das nächste Fahrzeug. Also ist auch ein Aston Martin. Das ist Roberto Faria, der mit der 39 dort gerade stehen geblieben ist. Aber da geht zumindest mal die Reise weiter. Jetzt wird es dann doch noch mal ein bisschen wilder. Gelb in Sektor Nummer 3. Ja, das wird das Fahrzeug mit der 99 sein. Wird jetzt auch wieder aufgehoben. Hat er den Weg in die Boxengasse gefunden. Es wäre ja doch irgendwie zu wünschen. Mein lieber Herr Gesangsverein, so schnell kann das Ganze gehen. Von Platz 3, als man dachte, man ist auf dem Weg, hier das erste Podium im Jahr 2024 zu feiern, zu raus aus dem Rennen. Und plötzlich ist es dann Alexandre Papadopoulos, der auf Platz 3 liegt. Und wenn wir uns jetzt nochmal so ein bisschen daran erinnern, dass von hinten Robert Consagni und auch Antoine Leclerc mit 7 Meilenstiefeln dort sich annähern, dann wissen wir, dass das ein Dreikampf werden kann, wenn hier Leclerc nicht vorbeikommt. Am Audi, da gibt es schon die erste Berührung. Und plötzlich ist dieser Kampf zwischen Consagni und Leclerc das Beste, was dem US-Amerikaner an der dritten Position, dem Mercedes, den wir hier gerade durchs Bild fahren sehen, passieren kann. Und hier die beiden enttäuschten Piloten bei Pro Sport Motorsport. Raphael Rennhofer und Hugo Sasse. Solange die beiden sich hier nicht einig sind und bekämpfen, ist Alexandre Papadopoulos erst einmal auf sicherer Fahrt unterwegs. Sobald es da aber zumindest mal eine Einigung gibt, ist der Platz von Papadopoulos noch nicht so sicher. Nur 5 Sekunden. Nochmal, die holen pro Runde mehr als eine Sekunde auf. Wenn sie nicht gerade kämpfen. Jetzt geht es außen herum für Antoine Leclerc. Ist vorbei. Schon auf der Geraden ist er besser rausgekommen. Und hat da jetzt seinen Weg vorbeigefunden. Und das Gleiche versucht jetzt auch der Mirage Racing. Aston Martin muss sich aber hinten anstellen. Jetzt Leclerc auf dem Weg nach vorne. Und jetzt heißt es so ein bisschen zu beobachten, was machen die Sektorenzeiten, was machen die Rundenzeiten zwischen Leclerc und Papadopoulos. 6,3 Sekunden gilt es jetzt aufzuholen. 2,15er Rundenzeiten von Papadopoulos. Zuletzt 2,16 von Antoine Leclerc. Da war aber auch das Überholmanöver mit dabei. Wir sehen Miller, der schneller ist als der davor fahrende Pilot. Also hier ist noch nicht aller Tage Abend. Wie weit geht die wilde Fahrt noch nach vorne für die einzelnen Piloten? Ich nehme mal Etienne Chilly und auch die 78, auch Thomas Lebben aus dieser Rechnung heraus. Aber Alexandre Papadopoulos hat gleich mal im ersten Sektor eine halbe Sekunde auf Leclerc verloren. Wir haben Toyota, McLaren auf 1 und 2, Mercedes 3., Alpine 4., dann Audi auf 5, Aston Martin auf 6 und auf 7 BMW. 7 Marken auf den ersten 7 Positionen. Die Marken 8, 9 und 10, Porsche, Ford und Lotus haben aktuell die Positionen 12, 15 und 42 inne, wobei beide Lotus-Fahrzeuge abgestellt in der Box sich aktuell befinden. So sind nur 9 Marken draußen auf der Strecke unterwegs. Und Ford macht einen richtig guten Eindruck in diesem Rennen mit Platz 15. Da hat man viele, viele Positionen gut gemacht, 15 an der Zahl. Marco Signoretti und Eric Evans, die beiden Piloten, die für die Academy Motorsportmannschaft an den Start gehen. Das hier die 30, Max Kronberg. Sieht dort vor sich den Markenkollegen Nikolai Möller-Mantzen. Musste aber auch diese Position zuletzt hergeben.
Gabriele Piana auf 7. Wahnsinn. Ja, ich glaube, mehr ist auch nicht möglich. Vor ihm ist ja dann Josh Miller, Mirage Racing im Aston Martin. Aber wenn das Bild nicht trügt, dürfte der bei den verbleibenden 5 Minuten nicht mehr einzuholen zu sein. Das zeigen auch die Rundenzeiten. Also, man könnte Borussia Automotiv mit dem schlechten Startplatz in diesem Rennen dann doch in den Samstagabend gehen. Mehr wie P7 ist mehr wie zu erwarten war, wenn es dann wirklich so der Zieleinlauf bleibt. Denn, wie gesagt, Josh Miller, der ist in dem Aston Martin nicht mehr für Gabriele Piana einzukriegen. Robert Conzani haben wir dann hier gerade im Bild. Der ist im Moment auf der 5. Position. Noch zur Erinnerung, die sind von der 6. Position ins Rennen gegangen, haben beim Rennstart 2-3 Positionen verloren, haben sich bis jetzt zurückgekämpft. Auch hier für die Team Speedcar-Mannschaft bis jetzt eine absolut fehlerfreie Fahrt. Ja, und die haben doch wirklich die Pole-Setter mit dem Startfahrer Enzo Joulier und jetzt hier der Schlusspilot Etienne Chély. Die haben doch wirklich alles richtig gemacht. Beim letzten Umlauf waren es 4,6 Sekunden. Der muss ab und zu mal in den Rückspiegel gucken und kann eigentlich das Auto, die Toyota Supra, hier gemütlich in die letzten Runden bringen. Kommt jetzt natürlich über Start und Ziel. Es werden der noch 2 Runden sein nach der Zielüberfahrt. Ja, und dann ist das, was im letzten Jahr stark war mit diesen beiden. Damit fangen sie dann beim Saisonauftakt direkt mal wieder mit an. 26 Positionen hat Gabriele Piana mit Berkay Bessler hier in diesem Rennen gut gemacht. Wurde gerade nochmal angezeigt. Das ist das Team mit den meisten Positionsverbesserungen. Das war schon ein sehr, sehr starkes Rennen. Aber jetzt hier, das hier ist sehr entscheidend. Wir sehen auf 3 Alexandre Papadopoulos und dann sind es nur noch 2,7 Sekunden zwischen Platz 3 und 4. Das könnte auf den letzten Metern wirklich nochmal eng werden. Doch, der kommt immer näher heran. Fast 2 Sekunden pro Runde macht er hier gut. Macht Antoine Leclerc auf Alexandre Papadopoulos gut und der scheint hier wirklich nochmal richtig entfesselt aufzufahren und wird versuchen, den US-Amerikaner, der sich hier hinter diesem Mercedes befindet, irgendwie einzuholen. Da kommt schon die Alpine 110. Das waren mal 9 Sekunden. Das sind nur noch 2. Mein lieber Herr Gesangsverein, das geht noch in die letzte Runde und dann erst wird er dran sein. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir hier auf den letzten Metern wirklich nochmal einen Kampf sehen, wenn nicht Alexandre Papadopoulos sich irgendwo eine Reserve hat gelassen. Da kriegen wir es eingeblendet. Ja. Runde 23, Runde 24. 2 Sekunden, 1,6 Sekunden. Die 22. Runde kann man nicht so richtig mit reinrechnen. Das war nämlich das Überholmanöver gegenüber Robert Conzani. Und wenn er dieses Tempo weiterhalten kann, dann werden wir in der letzten Runde tatsächlich nochmal einen Kampf sehen zwischen Mercedes und Alpine. Ja, das wäre natürlich eine Sensation, muss man absolut sagen, wenn ihm das noch gelingt. Aber wieder eine halbe Sekunde im Sektor. Also Papadopoulos, der ist ja auch mit allem Wasser gewaschen. Der wird ja auch sehen und mitgeteilt bekommen, was ihn da von hinten eben halt droht mit der Alpine, mit Anthony Leclerc. Und ich glaube es nicht mehr dran. Das ist der letzte Umlauf. Ich kann es mir nicht vorstellen, oder? Papadopoulos müsste wie ein Fahrfehler machen, wenn man vielleicht unter Druck gerät, weil man weiß, naja, da kommt dann Anthony Leclerc ein bisschen rangefahren. Aber wie gesagt, warten wir ab, bis die Jacket Flag gefallen ist. Gerade auf den Bildhuschen, 7. Position, Piana. Da habe ich schon gesagt, dass man an Joshua Miller nicht mehr an den Aston Martin-Pilot rankommen wird aus eigener Kraft. Dafür ist der Rückstand für Piana auf Miller im Moment zu groß. Ja, damit haben wir noch 1 Minute und 6 Sekunden. Das ist dann für die Damen und Herren, die jetzt über Start und Ziel kommen, auch für Robert Conzani, dann der letzte Umlauf. Da sehen wir dann Joshua Miller und dahinter dann Gabriele Piana. Nein, das wird in dieser Runde nicht mehr reichen bei knapp 5,8 Kilometer. Nee, das wird nicht mehr funktionieren. Außer er baut hier den besagten Bockmist, verbremst sich, bremst zu früh. Aber ich glaube, bei der letzten Runde lässt man sich jetzt hier nicht die Butter mehr vom Brot nehmen. Auch für Conzani, ja, auch da geht es dann, ja, wird es die 5. Position werden nach dem ersten Rennen. Man nimmt beim ersten Rennen wichtige Punkte mit. Wenn und aber, keine Frage. Hatte ja
Wir haben schon gesagt, beim Start 3 Positionen verloren. 1,2 Sekunden nur noch. Zwischen Alexandre Papadopoulos und Antoine Leclerc. Wir sehen es im Bild eingefangen. Der gibt alles, der Franzose in der Alpina 110. Das hier ist jetzt fast zweitrangig, auch wenn es der Laufsieg ist im ersten Rennen. Etienne Chili feiert wahrscheinlich unter seinem Helm schon nahezu, während wir hier noch einmal so ein bisschen Rush Hour gezeigt bekommen. Oh, und da ist man sich dann nicht einig in der letzten Runde. Also, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Man ist auf den letzten 100 Metern. Schauen wir auf den letzten 100 Metern hier Etienne Chély zu. Da kriegen wir bestimmt die Wiederholung. Ich glaube, da hinten, die ärgern sich gerade fuchsteufelswild. Ja, da ja, kann man nicht. Richtung... Die freuen sich, die ärgern sich nicht. Ja, Gratulation an Matmut Evolution. Und jetzt gucken wir mal im Hintergrund. Ja, wer kommt da als erstes? Wir sehen den Puls. McLaren auf Platz 2. Und jetzt ist es dann auch amtlich. Am Ende ist es der Mercedes von Alexandre Papadopoulos und Luc Ibanez, die Platz 3 nach Hause fahren können. Ja, und da wird man sich trotzdem freuen bei Antoine Leclerc und seinem Teamkollegen, auch wenn es für Platz 3 dann nicht ganz gereicht hat. Antoine Leclerc und Nelson Panciatici, aber trotzdem Platz 4 am Ende für die Mannschaft. Man hat das Bestmögliche herausgeholt. Dann eben Robert Conzani und Benjamin Larisch vor John Miller und seinem Team, Josh Miller und Ruben Delsart in der 6. Position und auf 7 dann von dir mehrfach schon angesprochen. Ja. Es hätte da vorne keine Runde länger dauern dürfen. Dann bin ich jetzt bei dir. Wäre der Wechsel eben halt gekommen zwischen Alpine und dem Mercedes. Ja, und da sehen wir den Sieger. Pole Position nicht abgegeben. Vom Start weg die Führung übernommen bis zum Ziel. Nochmal Gratulation Enzo Juliet, der Startfahrer. Etienne Chély, der Schlussfahrer, den wir hier auch dann gerade hier eingeblendet haben. So sehen die beiden Herren aus, die diesen Toyota Supra zum ersten Sieg in der GT4 European Series gefahren haben, beim Saisonauftakt in Le Castellet. Übrigens an dieser Geschichte beteiligt, hier bekommen wir es eingeblendet, Kevin Jimenez mit Navarro und die 46, das ist dann das Fahrzeug von JSB Competition, Julien Briche und Jean-Laurent Navarro. Achtung, da gibt es dann den Kontakt. Ja, die 74, die konnte noch ausweichen. Aber das Auto dahinter mit der 81, das hatte keine Chance mehr irgendwie zu bremsen. Jemina Hepworth, die Pilotin für den Rafa Racing Club, ist dann voll hinten drauf auf den Aston Martin und hat dann vorne sogar noch... Unverschuldet keine, das Fahrzeug mit dem Porsche keine kollidieren lassen. Wo will sie da hin? Und das auf den letzten Metern, ne? Wo dann die besagten Hörner ein bisschen durchgehen. Ein bisschen Arbeit für das Rafa Racing Team heute Abend. Aber auch das sollten die hinbekommen. Ja, die ersten Punkte, sie sind vergeben. Und zwar mit einer Dominanzfahrt von 6,8 Sekunden Vorsprung für das Team mit der französischen Besetzung, beziehungsweise der eine ist Franzosen, der andere aus Andorra kommend. Mit Etienne Chély und eben seinem Teamkollegen Enzo Juliet. So wie es auch nochmal groß vorne als Werbung auf der Motorhaube draufsteht. Juliet. Nicht nur Fahrer, sondern auch Sponsor. Und Etienne Chély holen sich den ersten Saisonsieg im Jahr 2024. Morgen, du hast es schon angesprochen, sieht die Ausgangslage einfach nochmal ganz anders aus. Ja, wir wollten es kurz, bevor wir nochmal das Gesamtklasse mal eingeblendet kriegen, wir haben das Drama rund um ProSport gesehen. Meine Güte, Christoph Esser am Nürburgring, tut mir tierisch leid. Der Teambesitzer hat heute 4 Aston Martin auf der Nürburgring Langstrecke im Einsatz gehabt, der wird das gesehen haben. Aber trotzdem, bei aller Traurigkeit, so traurig das ist, aber morgen sehen wir eine reine Aston Martin Mannschaft und die besteht eben halt aus der deutschen Mannschaft rund um Pro Sport.
Das haben die heute im zweiten Qualifying sensationell gemacht, auch wie heute hier im ersten Rennen. Wenn dann ein technisches Techtelmechtel ist, da steckst du einfach nicht drin. Aber das zeigt in diesem Jahr auch, dass man mit der Pro-Sport-Mannschaft absolut um den Titel hier rechnen muss in diesem Jahr 2024. Eine Zeitstrafe, die für die Top 10 noch relevant war, ist die gegen die Startnummer 5 gewesen. Mirage Racing, Ruben Delsaat und Josh Miller, die damit von der 6. Position zurückgereicht werden auf Platz 9. Dadurch profitieren Gabriele Piana, Berkay Bessler, Jamie Day gemeinsam ja mit seinem Teamkollegen Matteo Villagomez und auch Hendrik Still pilotiert davon nochmal, der sich ja das Fahrzeug an diesem Wochenende mit seinem Teamkollegen Fabio Rauer teilt. Das also nur noch kurz als Ergänzung. Ah, fahr nämlich die Tür ab. Die steht da offen. Sehr gut, Herr Papadopoulos. Das sind die erfolgreichen beiden Piloten. Sie liegen sich in den Armen. Franzose und der Pilot aus Andorra. Und wir hören schon, dass die Kollegin Antonia wirklich fleißig war und ist. Sie nämlich steht schon unten und wartet nur darauf, die beiden Sieger in Empfang nehmen zu dürfen. Deswegen halten wir es doch wahrscheinlich einfach kurz. Antonia Rankin wird dann gleich unten übernehmen und die beiden erfolgreichen Piloten aus dem Hause Matmut Evolution, die mit unterstützt werden von Akkodis ASP, in Empfang nehmen und interviewen. Das hier sind die Zweitplatzierten. Das sind die Piloten von Elite Motorsport. Zum einen Josh Rettiken und zum anderen Thomas Leben auf Platz 2 am Ende ins Ziel kommend. Luke Ibanez und Alexandre Papadopoulos eben dann auf Platz 3. Starke Wir sagen erst einmal ab nach unten. Interview bei Antonia. What a dominant Antonia. Display from both of you. You both really held your own. How does it feel? Well, I think it's unbelievable. First race, pole position, victory. It cannot be better. Yeah, we could not start better than that. And yeah, very happy. Thanks to the team at Mute Evolution, TJRE, and my mate Enzo, who did a fantastic job in the first team. So yeah, unbelievable. Well, what a fantastic way to start the season. Great job, guys. Yeah, thank you. Thanks. So sehen Sieger aus. Ja, und da noch mal in Zeitloop, in Slow Motion, die Fahrt. Matmut Evolution, der Toyota Supra, gerade gesehen, N2J, Etin, Celli. Und wir bleiben natürlich unten bei Antonia, die sich jetzt durch die Gewinner hier durchwieselt. Congratulations, guys. You really held your own out there today. Thank you so much. Thank you so much. We did our best, even though it was not easy at the end. Yeah. Thank you. It's a nice race. It's first race with Aston Martin, and we're happy. Yeah, well, thanks to the team for the car. Everything was great. Brilliant. Well done, guys. Thank you. Das ist die siegreiche Mannschaft in der Pro-AM-Wertung von Mirage Racing mit der Startnummer 7, Stanislav Safranov und Alexandre Weintrup hier nochmal in einer kleinen Slow-Motion eingefangen. Und ich bin mir sicher, dass wir dann gleich auch die Sieger in der AM-Wertung unten hören werden. Laurent Hugon und Pascal Couteux aus dem Hause Schumacher CLRT in Alpine A110 GT4 Evo pilotieren und die dann trotz der Zeitstrafe am Ende den Sieg einfahren konnten. Gratulation und einmal nach unten. Guys, what a way to start the season. You must be thrilled. Yes, it was a very good race for us. It was difficult because we did a penalty during the pit stop. So after that, we need to increase the level on track. So yes, we are very happy. It was very fun, very good fight with the other concurrents. So I am very happy. And Pascual did a very good stand aussi. So it's very good, very good. Laurent is a very good job. Very, very good job. Thank you very much. Well, congratulations, guys. Thank you. Das die Sieger in der AM-Wertung. Ja, und dann auch nochmal in Slow Motion die Fahrt mit der Alpine. Nochmal hier eindrucksvoll eingefangen. Tja, morgen sind die Karten neu gemischt, aber heute
kann man erstmal feiern, sich freuen, denn morgen um 10.55 Uhr findet hier im Livestream aus Wegkastelet Rennen Nummer 2 der GT4 European Series powered by Rafa Racing Club statt, mit einer reinen Aston Martin Reihe aus dem Hause Pro Sport. Und hier sehen Sie nochmal das Gesamtklassement, die Ranking von 1 bis 20. Auch die siegreichen Piloten, die wir dann gleich auf dem Podium begrüßen dürfen, haben wir noch einmal eingefangen. Enzo Joliet und Etienne Thierry, die erneut im Jahr 2024, nachdem sie schon im letzten Jahr ein Rennen gewinnen konnten, hier in Lecastellet einen Laufsieg einfahren können. Mal sehen, wie das Jahr 2024 für die beiden, für die Mannschaft rund um das Team Matmut Evolution laufen wird. Der Plan ist klar und der Beginn hat da mit Sicherheit sehr, sehr viel in die Karten gespielt, irgendwie um die Meisterschaft im Silbercup mitzufahren. Also auf jeden Fall ist mit denen, genau wie die beiden im letzten Jahr, stark. Den letzten Jahr auch so in der Besetzung zusammengefahren, also auch mit denen ist absolut in diesem Jahr, in dieser Saison zu rechnen. Hier Lecastellet, Paul Ricard scheint ihn absolut zu liegen. Du hast gesagt, letztes Jahr schon den Sieg hier reingeholt. Ja, und dann sehen wir die Bilder über Paul Ricard. Ja, dunkle Wolken will man nicht sagen, sind hinten die Berge. Und wir gehen nochmal rein, Rennen Nummer 1, der Start mit Matmut Evolution, mit Enzo Joliet und Joshua Rettiken aus Reihe 1, der Start. Und dann nach wenigen Metern, ja, das Techtelmechtel da hinten, was dann auch hier eine Safety-Car-Phase ausgeführt hat, die relativ sehr kurz dauerte. Und natürlich dann nach dem Restart, ja, hat dann Joshua Rettiken ein bisschen vielleicht gepennt, denn Enzo Joliet konnte weiter nach dem Restart die dominante Führung beibehalten. Es gab kein Halten mehr für die Toyota Supra und die Kämpfe auf der Strecke, die waren hart, aber sehr, sehr fair. Denn bis auf diesen einen Zwischenfall haben wir dann tatsächlich kaum eigentlich was gesehen auf der Strecke. Auch nach den Boxenstops ging es genauso fair weiter auf der Strecke, wie es vorher war. Der Audi von Team Speedcar hat viel, viel Zeit liegen lassen beim Boxenstopp in der Boxengasse. Kämpfte sich dann aber irgendwie auf der Strecke zurück in eine gute Position. Dann der Ausfall von Raphael Rennhofer. Zum gleichen Zeitpunkt die Alpina 110, die nah dran war, Antoine Leclerc, am Team Speedcar Audi und dann sogar noch vorbeigegangen sind. Und hier die Zieldurchfahrt unseres ersten Laufsiegers im Jahr 2024. Und jetzt dürfen wir uns dann unserer Siegerehrung widmen. Zum einen starten wir natürlich in der Pro-AM-Wertung Gabriela Žilková und Cindy Goudet auf Position Nummer 3. Platz 2 für die W&S-Mannschaft, Finn Zulauf und Max Kronberg. Sie am Ende mit Rang Nummer 2 belohnt worden. Und die Sieger natürlich, sie dürfen nicht fehlen, werden jetzt nach oben gebeten. Mit der Nummer 7 sind sie an den Start gegeben. Jetzt ist es die 1, die vor ihnen auftauchen wird. Mirage Racing, Stanislav Safranov und Alexandre Weintrupp. Zunächst aber ein Teamvertreter für das Mirage Racing Team. Und nun die Piloten, die den Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo am schnellsten in der Pro-AM-Klasse um den Kurs von Lecastellet getragen und gefahren haben. Hier sind sie, Stanislav Safranov und Alexandre Weintrupp. Und natürlich darf eins nicht fehlen und das sind die Pokale. Paige Morales übergibt die Pokale an die Drittplatzierten, an das reine Damenduo für Matmut Evolution, Gabriela Žilková und Cindy Goudet auf Position 2, Finn Zulauf und Max Kronberg und eben die erfolgreiche Mannschaft Mirage
Racing und in die goldene Mitte darf sie nun dann auch die Pokale übergeben an Stanislav Safranov und Alexander Weintrup. Gratulation zum Saisonsieg Nummer 1. Mal sehen, was dann für morgen noch so möglich ist bei den drei Teams. Ja, ja, sie brauchen noch die Anzüge, deswegen ist das mit den Flaschen wohl. Ja, erst die Fotos, so soll es doch sein. Genau, da hat der Fotograf gut reagiert. Nee, nee, lass mal die Flaschen noch zu, hat er gesagt. Warte mal noch einen Moment, lass uns zwei Fotos machen. Stanislav Safranov hat die Flasche aber schon fast aufgehabt. Es war Alexander Weintrup, der die Flasche direkt mit in der Hand hat und sie schön geschüttelt hat. Und jetzt dürfen sie den wohlverdienten Schluck aus der Flasche nehmen, sich ein wenig damit duschen und eben dann denselbigen Anzug heute Abend noch in die Waschmaschine schicken. Ja, die Ladies sind direkt mal fliegen gegangen. Ja. Die haben geahnt und wollten das zumindest heute nicht mitmachen. Hoffen wir, dass wir morgen da wiedersehen. Ja. Oben auf dem Podest und ja, dann kann man den Sekt auch da genießen. Dann geht's. Da der Blick mal rein Richtung Media Center. Da kommen dann die siegreichen Pilotinnen und Piloten hoch. Rechts davon ist der Siegerpodest, das sehen Sie da. Dann gibt es da natürlich von den Journalisten, die da im Media Center sind, das war heute Mittag rappelvoll, natürlich die Fotos für die Presse. Da haben Sie auch mal einen Einblick da, wie das Ganze so ein bisschen im Hintergrund abläuft. Ja, und da stehen dann eben halt die Nächsten, die zu Siegerehrung anstehen. Und ja, ein M-Racing, die dann jetzt auf die Bühne kommen, ist der Silbercup. Ganz genau, Platz Nummer 3 an Alexandre Papadopoulos und Luc Ibanez, die den NM-Racing-Team Mercedes am Ende auf Position 3 nach Hause fahren konnten. Platz 2 dann für die Elite Motorsport with Entire Race Engineering und Joshua Rettiken und Thomas Leben, die nun also wieder auf dem Podium stehen dürfen. Gratulation zu Platz Nummer 2 und die siegreiche Mannschaft. Ganz nach oben dürfen sie nun gehen. Matmut Evolution, da stehen sie schon. Enzo Julier und Etienne Tilly. Vorher natürlich noch eine Teamvertreterin für Matmut Evolution. Sie steht bereit und nun, da kommen sie mit einem großen Lächeln im Gesicht und mit viel Quatsch im Kopf auf das höchste Podest mit der 1 vor. Da stehen sie nun just in diesem Moment. Enzo Julier und Etienne Chilly. Und zu Ehren der siegreichen Mannschaft erklingt nun die französische Nationalhymne. Ja. Oder auch nicht. Anscheinend bekommen wir jetzt erst den schnellsten Juniorfahrer, den schnellsten Rookie noch mit nach oben. So soll es sein, aus dem Hause Borussia Automotive. Jetzt aber die Nationalhymne. So stehen sie dort oben und dann wird auch hier der wohlverdiente Lohn in Empfang genommen. Wir haben aber nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen an diesem heutigen Samstag. Mein Name ist Sebastian Wauer. Wir laden Sie gerne für morgen 10.55 Uhr nochmal ein für das nächste Rennen der GT4. Um 9 Uhr startet das Qualifying. Nochmal, mein Name ist Sebastian Wauer, ich sage vielen Dank und Wolfgang Grabiniok verabschieden sich für den heutigen Samstagnachmittag. Schönen Abend noch. Bien sûr que chacun récupère son prix. Et le...